Hi, beziehungsweise Howdy Cowboys. Na, zockt ihr auch alle fleißig Red Dead Redemption 2? Ich habe mal kurz Pause gemacht und das hier fabriziert. Das ist ein rustikales Chili con Carne aus dem Dutch Oven. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meinen Chili con Carne aus dem Dutch Oven brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 1,1 Kilogramm Gulasch. Gulasch? Fragt ihr euch wahrscheinlich. Normalerweise nimmt man ja Hackfleisch. Ich mag es ein bisschen rustikaler und man hätte dann Gulasch draus machen können, aber ich finde so ein Chili con Carne mit etwas größeren Fleischstücken, die ja dann weich sind nach der ganzen Zeit, das ist eine charmante Sache, solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Also Gulaschfleisch. Dann haben wir hier Chipotle in Adobo. Chipotle sind geräucherte Jalapenos. Die hier gab es vor kurzem bei Aldi Nord. Da ich hier im Bereich von Aldi Süd wohne, hat mein lieber Zuschauer Oliver mir diese Dose besorgt, beziehungsweise mehrere davon. Oliver, an dieser Stelle vielen Dank dafür. Also, das sind geräucherte Jalapenos in einer scharfen Soße. Und die könnt ihr auch bei Amazon normal bestellen. Verlinke ich euch unten drunter, ist kein Problem. Dann haben wir hier Tomatensaft, Gemüsemais, stückige Tomaten, natürlich Kidneybohnen. Eine Gemüsezwiebel, ein paar Tomaten habe ich noch übrig, Paprika, Tomatenmark. Würzen wir mal das Ganze ein bisschen mit der Pure Barbecue Mischung und wir brauchen noch ein bisschen Öl zum Anbraten. Das sind die Zutaten, die wir brauchen und jetzt geht es erstmal am Topf weiter. Hier seht ihr meinen treuen 12 Zoll Dutch Oven und hier rechts auf dem Tisch habe ich ein paar Anzündwürfel stehen, die zünden wir jetzt gerade eben an. Hier in dem Anzündkamin sind jetzt 25 Kokosnussbriketts. Die stellen wir jetzt quasi über das Feuer. Und dann habe ich natürlich wieder, wie jedes Mal auch, die Dutch Oven App im Einsatz. Das heißt also, das ist so ein Einsatz, den man oben auf den Anzündkamin draufstellen kann. Und dass man dann einfach seinen Gusstopf da oben schon mal draufstellt, während also die Briketts durchglühen, kann dann der Topf schon mal auf Temperaturen kommen. Richtig coole Geschichte. Die Schnibbelarbeiten bei diesem Gericht sind relativ überschaubar. Es gilt, die Zwiebel klein zu schneiden, die kleinen Tomaten werden wir einfach nochmal halbieren, die Paprika schneiden wir klein und natürlich auch unsere Jalapenos oder Chipotle. Ich hole mal gerade eine raus, dass ihr den mal seht. So sehen die Dinger aus. Wie gesagt, geräuchert und richtig geil im Geschmack. Und dann würde ich sagen, ich schnibbel jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bei diesen Chipotle in dieser Soße, die sind jetzt wie gesagt vom Discounter, da sind tatsächlich nur, sag ich jetzt mal, 5 oder 6 tatsächlich in dieser Dose drin. Das ist der große Unterschied zu den Markendingern sozusagen. Den Link dazu setze ich unten bei Amazon, wie gesagt, rein. Da sind dann 15 bis 20 Chipotle relativ trocken in dieser Adobo-Soße da drin. Hier müsst ihr halt einfach wissen, es ist sehr viel Soße, die wir natürlich mit in unser Chili geben, das ist vollkommen klar. Aber eben eine ganze Ecke weniger Chipotle-Chilis. So, die Chipotle mal so fein gehackt und damit sind die ganzen Schnibbelarbeiten für unser Chili abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt am Dutch Oven weiter. So, der Dutch Oven ist inzwischen auf Temperatur gekommen. So ein ganz klein wenig raucht er auch schon. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann. Wir geben jetzt mal das Öl in den Topf hinein. Topf übrigens wegen Dutch Oven, ne? Topf und Dutch Oven. Nur für den Fall, dass wieder jemand was unter das Video schreibt. Jetzt haben wir also das Öl im Topf drin und dann geben wir mal hier das Fleisch mit dazu. Und braten es jetzt scharf an. So, dann rühren wir einmal durch. Wie ihr hören könnt, da ist mächtig Dampf. So, inzwischen sind die Briketts in unserem Anzündkamin soweit durchgeglüht, dass wir den Topf jetzt erstmal runternehmen können und das Ganze eben hier ein bisschen umschichten. Die Dutch Oven App kann weg und ich gieße mir die Kohlen hier hinten ins Eck. Mache es ein klein bisschen flach und dann stelle ich meinen Dutch Oven auf die Kohlen drauf und dann geht jetzt hier richtig die Post ab. So, das Fleisch ist jetzt weit genug angebraten. Jetzt kommen die Zwiebeln mit dazu, beziehungsweise die Zwiebel, sowie die Paprika. Das Ganze rühren wir einmal durch. Das
Fleisch, Zwiebeln, Paprika. Was sollte schief gehen? Das Ganze braten wir jetzt eben so ein bisschen an. So, während das jetzt gerade anbrät, schiebe ich mir das mal so ein bisschen hier zur Seite und gebe ein bisschen Tomatenmark mit in den Topf rein. Und dann erhitzen wir das hier unten ein bisschen, beziehungsweise braten es ein bisschen auf dem Topf an. Und dann haben wir hier noch mehr Tomaten und dann haben wir das Ganze anständig miteinander verrührt. Ihr seht, das Tomatenmark verteilt sich großartig. Jetzt kommen die Chipotle in Adobo mit an unser Chili con Carne. Das gibt dem Ganzen also ein richtig rauchiges Aroma. Das ist auch der Grund, warum ich hier auf Royal Flush verzichte mit dem geräucherten Paprikapulver. Das brauchen wir an der Stelle nicht. Hier habe ich jetzt noch diese Barbecue-Soße, die bei den Chipotles mit dabei war. Auch die kommt jetzt mit an unser Chili con Carne dran. Wir machen also keinerlei Reste. Einmal durchrühren. Würzen wir aber halt eben trotzdem, und zwar mit Paprika, Pfeffer, Salz. Da braucht es dann schon gute 3 bis 4 Esslöffel. Beziehungsweise ich nehme jetzt einfach hier den Rest, den ich noch in der Dose drin hatte. Und dann habe ich jetzt hier eine Dose stückige Tomaten. Und damit das auch von der Feuchtigkeit her passt, denn es muss ja jetzt lange einkochen, habe ich hier Tomatensaft. Alternativ könnt ihr natürlich auch passierte Tomaten nehmen und gegebenenfalls ein bisschen mit Wasser strecken, aber das war jetzt hier Tomatensaft. Das Ganze rühren wir jetzt ordentlich durch. Es wird jetzt gleich auch aus den Zwiebeln und aus dem Paprika auch noch Feuchtigkeit austreten. Von daher ist diese Menge an Feuchtigkeit, die wir jetzt hier im Dutch Oven drin haben, vollkommen ausreichend. Die Bohnen gebe ich jetzt noch nicht rein, denn die würden uns dann verkochen. Das wollen wir natürlich nicht. Die kommen so nach einer guten Stunde kommen die rein. So, dann machen wir jetzt den Deckel drauf und bauen jetzt ein bisschen von der Unterhitze um auf Ober- und Unterhitze. Weil sonst würde durchaus die Gefahr bestehen, dass uns das Ganze unten eben ansetzt. Das wollen wir auf gar keinen Fall. So, Dutch Oven wieder über die Kohlen. Ganz wichtig dabei, Handschuhe anhaben. Und jetzt eine Stunde lang köcheln lassen und dann sehen wir uns wieder. So, eine gute Stunde später. Nehmen wir mal den Deckel ab. Es riecht schon fantastisch. So wie ihr sehen könnt, genug Flüssigkeit im Dutch Oven drin. Wenn ihr umrührt, merkt ihr auch, da ist nichts angebrannt oder dergleichen. Sehr schön. Jetzt geben wir den Inhalt von diesen 3 Dosen Bohnen dazu. Und zwar mit der Flüssigkeit, die bei den Bohnen dabei war. Und dann habe ich hier noch eine Dose, eine kleine Dose Mais. Die kommt auch damit dran. Wir rühren das Ganze durch. Ich liebe einfach Chili con Carne. Also der Duft ist jetzt schon grandios. Und jetzt lassen wir das Ganze tatsächlich noch eine ganze Stunde vor sich hin köcheln. Es braucht also noch eine ganze Zeit, dass dann später das Fleisch richtig schön auseinanderfällt. Also Deckel wieder drauf und noch eine Stunde warten. So, inzwischen sind doch gute 2,5 Stunden vergangen und wie ihr sehen könnt, von den Briketts ist nicht mehr wirklich viel übrig. Aber dafür nehmen wir jetzt mal den Deckel runter und werfen einen Blick auf ein fantastisch riechendes Chili con Carne. Ich rühre das mal eben durch. Schaut mal, wie schön eingekocht das ist. Mega Konsistenz. Wie gesagt, am Boden überhaupt nichts angebackt, gar nichts. Sensationell. Ja, da würde ich sagen, wir richten an. Eine schöne Kelle hier. Mega. So, und da ist es also, mein rustikales Chili con Carne aus dem Dutch Oven. Und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Riechen tut es schon mal richtig gut. Ja,
Die Chipotle haben eine gewisse Schärfe an das Ganze reingebracht. Also nicht zu scharf, aber auf jeden Fall nicht unbedingt mehr kindertauglich. Aber richtig lecker. Es ist heiß. Tomatik, Paprika, eine richtig runde Geschichte. Lässt sich hervorragend für eine Party machen. Und der gesehen, der Topf, der ist relativ gut gefüllt. Also ein Kilo Fleisch langt da wirklich für eine Menge Leute. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, ein Chili con Carne mal eben nicht mit gehacktem, sondern eben tatsächlich mit Gulaschfleisch probieren. Solltet ihr auf jeden Fall mal tun. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, habt ihr da oben die Möglichkeit, das sehr gerne zu ändern. Würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.